und Toni Hufschalter müsste auch gegen Augenblick auftauchen. Die wollen wir ja gerne auf dem Foto haben. Unsere Position war von Anfang an, hier geht es nicht um eine einfache technokratische Reform, sondern hier geht es um eine große Privatisierung. Dazu haben wir aufgeklärt, davor haben wir auch schon vom Bundesrat protestiert. Und jetzt sind wir hier, um an dieser Stelle zu sagen, dass der Gesetzesentwurf liegt seit 5 Monaten etwa vor. Und es ist alles eingetreten, was wir befürchtet haben, was diesen Entwurf betrifft. Es ist eine krasse Privatisierung. Es geht dabei um die Infrastruktur und der Daseinsvorsorge. Es geht um den Verkehrssektor an sich. Und es geht um 30.000 Beschäftigte, deren Arbeitsplätze bedroht sind, die vor Arbeitsverdichtung stehen oder sogar vor betriebsbedingter Kündigung. Denn wenn die Autobahnen beim Bund sind, dann haben die Länder möglicherweise für sie keine Verwendung mehr. Wir wehren uns entschieden dagegen, dass Bürgerguthaben, so möchte ich es nennen, dass die öffentliche Infrastruktur privatisiert wird. Wir wollen, dass die öffentliche Infrastruktur in den Händen der Bürgerinnen und Bürger bleibt und das Parlament am Ende darüber entscheidet, was mit diesen Straßen und allem passiert. Und wir wollen jedwede Form der Privatisierung ausgeschlossen haben, auch in Form einer Aktiengesellschaft. Das sind Hintertüren, die kennen wir von der Deutschen Bahn AG und damit haben die ja die entsprechenden schlechten Erfahrungen gemacht. Deswegen muss eine Privatisierung der Bundesautobahnen durch die Hintertür auf jeden Fall verhindert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sind wir heute hier. Es ist ein Paket geschnürt worden und es wird suggeriert, dass viel für Länder und Ähnliches getan wird. Und vor allen Dingen wird immer die These vertreten, es geht gar nicht um Autobahnprivatisierung. Das ist schlicht falsch. An diesem Freitag soll aufgemacht werden im Deutschen Bundestag, dass das möglich ist. Und was das bedeutet, das weiß jeder, der einigermaßen in der ersten Klasse rechnen gelernt hat. Wenn privatisiert wird, dann vielleicht noch mit dem Argument, dass dann mehr investiert wird, ist es absurd. Es gibt niemand, der karitativ investiert, sondern es sollen Rendite gemacht werden. Und deswegen gibt es dann auch die Autobahngebühr. Da sollen die Menschen, die die Autobahn schon mal bezahlt haben mit ihren Steuern, sollen nochmal zur Kasse gebeten werden. Und deshalb sind wir schon aus ökonomischen Gründen gegen die Autobahnprivatisierung. Und das sollten eigentlich alle Mitglieder des Deutschen Bundestages sein, weil damit entdemokratisiert wird. Wir entscheiden am Ende des Tages nicht mehr. Es wird dann eine Gesellschaft gegeben, die Töchter bilden kann und, und. Das können wir nicht wollen, weil wir da Entscheidungskompetenzen aus unserer Hand geben. Der Bundesverkehrswegeplan wird dann nur noch eine Farce sein. Es wird an anderen Stellen entschieden. Die Autobahnen sind, wie gesagt, mit Steuermitteln finanziert worden. Und es kann nicht sein, dass sie jetzt Renditeobjekte werden. Denn das ist geplant. Versicherungskonzerne und andere jubeln. Und ja, vielen Dank. Wir haben ja einen Verkehrsminister, der schon erstaunlich unverantwortlich agiert. Neben dem, dass er insbesondere damit beschäftigt war, den Dieselskandal zu vertuschen, indem dass er die vollkommen europafeindliche Ausländermaut eingeführt hat, setzt er jetzt alles dran, die Autobahnen zu privatisieren. Und nämlich so wie das Ganze jetzt gestaltet werden soll, kann es halt so genannte schöne Netz-PPPs geben. Was ist ein Netz-PPP? Formal gehört die Autobahn noch der öffentlichen Hand, aber de facto ist es über Public-Private Partnership doch privatisiert und am Ende verdienen da einige große Banken, die dadurch höhere Zinsen bekommen, als wenn es letztendlich die öffentliche Hand macht. Und deshalb ist ganz klar, man braucht da weiter massiven Druck, dass nicht am Ende die Privatisierung durch die Hintertür kommt. Nicht auch eine Privatisierung durch die Hintertür wird am Ende teuer für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und jetzt kann man fragen, warum kümmern wir Grüne uns um das Ganze? Es ist doch schließlich eine Autobahn. Wir kümmern uns deshalb darum, weil es eine wichtige öffentliche Netzinfrastruktur ist. Sie ist ein natürliches Monopol und bei natürlichen Monopolen ist einfach am klügsten, wenn sie in öffentlicher Hand ist. Nämlich das ist ökonomisch das Sinnvollste und deshalb sind wir ganz klar der Meinung, dass es nicht indirekt oder direkt privatisiert werden darf. Die direkte Privatisierung haben wir schon weggekämpft, als müssen wir auch noch dafür sorgen, dass es keine indirekte Privatisierung gibt und dass die Gesetzeslücken entsprechend geschlossen werden. Vielen Dank und dafür brauchen wir euch, dass es einfach weiter Druck gibt.
sagte, wir arbeiten an diesem Thema schon seit ein paar Jahren, seit 2014, verfolgen das Ganze und wissen, dass der Gesetzentwurf schon sehr, sehr lange in den Schubladen der Regierung liegt. Der offizielle Entwurf ist auch schon seit 5 Monaten da, offiziell veröffentlicht. Und jetzt will die Bundesregierung oder die Große Koalition in 5 Tagen das verabschieden. Dieser Schweinsgalopp ist völlig undemokratisch und auch intransparent. Und deswegen sagen wir, nein, stopp, macht nicht. Ich sage noch kurz, worum es geht bei diesen Änderungen. Wenn einer von SPD oder auch einer von der CDU sich hinstellt und sagt, wir werden das verändern, die Privatisierung wird gestoppt, dann stimmt das auch deswegen nicht, weil an einer Kernaussage rütteln sie überhaupt nicht. Und das ist die wichtigste Aussage im Grundgesetz, im Artikel 90, dass folgend geändert werden soll. Die Verwaltung der Bundesautobahnen wird in Bundesverwaltung geführt. Der Bund kann sich zur Erledigung seiner Aufgaben einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen. Diese Formulierung erlaubt, dass die Autobahnverwaltung zu einer GmbH, einem Privatunternehmen wird. Und das heißt, bei privaten Gesellschaften, das oberste Ziel ist Gewinnmaximierung und nicht mehr wie bei öffentlichen Gesellschaften das Gemeinnutzen. Und hier liegt das Problem. Und genau diese Änderungen erwähnt keiner. Und die anderen allen, die sie ändern wollen, sind nur weitere Türchen. Aber zuerst muss dieses Tor zugemacht werden. Dankeschön. Gegen die Privatisierung von Autobahnen einsetzt, warum wir Autobahnen behalten wollen, obwohl sie aus Umweltsicht doch eher ein Ärgernis sind. Wir sagen, wenn Autobahnen privatrechtlich organisiert werden, so wie die Deutsche Bahn, dann steht das einer Verkehrswende, die für den Klimaschutz dringend notwendig ist, entgegen. Dann gibt es keine verkehrsträgerübergreifende Planung mehr. Wir können eine Verkehrswende vergessen. Verkehr ist für 1/5 der Treibhausgasemissionen verantwortlich, vermutlich sogar mehr. Deswegen brauchen wir einen Straßenbau, der demokratisch kontrolliert und gesteuert ist für weniger Verkehr auf den Straßen und für weniger Straßen. Es trägt den Titel der Plan von der privaten Autobahn. Minister Schäuble, Gabriel und Dobrindt wollten planen. Sie machten daraus keinen Hehl, private Autobahnen. Zwar gibt es jetzt auch mal zu mal privatisierte Stücke, doch fürs private Kapital bleibt eine große Lücke. So kommt's zu einer Kommission mit Fratscher an der Spitze. Dort warten auf die Wirtschaft schon reichlich Beratersitze. Gleich naht die klamme Allianz und fordert milde Gaben. Sie will die Straßen gar nicht ganz, will nur Gebühren haben. Daneben wankt die Deutsche Bank. Auch sie braucht dringend Bares und warnt, der Staat ist völlig blank. Wir Banken sind da Wahres. Da rufen Bürger voller Kraft, ihr habt euch ja verschworen und nennt es auch noch Partnerschaft, obwohl der Staat verloren. Drauf ein Minister schnell erklärt, das Schlimme wird vermieden, denn Autobahnen sind viel wert. So hat er dann beschieden, dass oben, was ein jeder sieht, darf nur der Staat betreiben. Doch der Private gibt Kredit und Partner soll er bleiben und still beteiligt kann er sein und Tochterfirmen kriegen. Dem sagen Bürgerinnen, nein, beim Staat muss alles liegen. Dankeschön.